Bis Mittwoch stand sie auf dem Gelände der Firma Seefert, die Stahlneukonstruktion der Bogenbrücke für die Uferstraße. Die Komponenten in Polen angefertigt, auf dem Gelände komplettiert zu einer Einzelkonstruktion mit gigantischen Ausmaßen. 350 Tonnen schwer, 67 Meter lang und annähernd 15 Meter breit. Um diesen Koloss überhaupt bewegen zu können, wurde dieser auf 4 selbstfahrenden Schwerlastmodulen platziert. Zusätzlich wurde das Gelände mit Stahlplatten geebnet. Millimeterweise wurde die Brücke auf die bereitstehenden Schwimmpontons im Hafenbecken aufgefahren. Tags darauf die Ankunft am Montageort wenige hundert Meter weiter. Mittels Stahlseilen stabilisiert, wurde die Brücke über die Widerlager positioniert. Endgültig abgeschlossen werden die Arbeiten voraussichtlich Februar 2019.